Hallo und willkommen zur weiteren Aufnahme von Cube World. Immer noch mit dabei, Evil Monkey. Schönen guten Tag. Und der hat gerade richtig gute Laune. Endlich seinen Stufe 5 Bogen gefunden. Richtig. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was das hier für eine Arena ist. Scheint doch nicht der Dungeon zu sein. Also hier geht's zumindest nirgendwo rein. Das gibt nur die Eingänge von außen. Vier Brücken dahin. Steht auf so einer Insel mit einem tiefen Burggraben. Mal schauen. Ach du Scheiße. 38.600 Leben, Stufe 2, Bloodaxe-Clan, Mana-Mag. 38.000 Leben, was? Ja. Und dann such dir ein feines Plätzchen und bring was zu essen. Ich bin tot. Der Mana-Mag hat mich nicht geschafft, aber die hatten einen Magier dabei. Und er hat mich gewonshottet. Und Yalo Arena wurde gerade von einem Stern auf 5 hochgestuft. Ich frag mich wohl, warum. Okay. Ja, das war ja interessant. Lassen wir das. Sehr gut. Ja, zurück zur Stadt und einen anderen Wegpunkt suchen. Raussuchen. Schaue ich mir mal das Sanctuary an. Oder die Hexe, oder ich habe echt keine Ahnung. Ich habe ja noch viel zu tun. Aber jetzt mit der neuen Waffe kann man wenigstens auch mal was machen und schaffen. Sieht halt immer so geil aus, wie der die Ausweichrollen macht, total der Turner. Links, rechts, vor, zurück. Nur im Sprung geht's nicht. Wow. Was war das? Gesundheit? Ja, beim Sanctuary ist auch ein Flugpunkt. Oh, fliege ich schon mal hin. Du wirst ja immer mit dem Gleitschirm abgeworfen, das ist auch ganz cool. Ja, auch wenn du keinen hast. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht, gibt es Fallschaden? Das weiß ich nicht. Doch, ja. Also, wenn man mit dem Gleiter irgendwo gegenfliegt und dann runterfällt, dann kriegt man Schaden durch Fallen auf jeden Fall. Ja gut, dann wird es ja normalerweise auch. Die Leftovers in grün sind scheinbar die geringsten. Ich habe gerade von einem Schaf, das ist ja Stufe 1, ein grünes bekommen. Das heißt, darunter gibt es auch gar nichts wohl. Ich höre seltsame Geräusche im Hintergrund. Und schon wieder Leftover. Ja. Schade, schade. Bei meinem Alpha-Char hatte ich so viel schönes Zeug. Und jetzt ist es so schwer, daran zu kommen. Ich habe gerade Reins bekommen. Oder sind hier vor mir? The Rains. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich ein Pet hätte, reiten. Jawohl.
Das ist cool. Und direkt noch eine Tafel. Mal schauen. Tell was yours? Irgendwie. Achso, nee, das ist die Geschichte, die da drauf steht. Verstehe. Ich hatte mich gewundert. Irgendwie in den Sewers bin ich gerade nicht. Ja, cool. Aber wieder was abgeschlossen. Und das mit dem Fliegen ist einfach mal so angenehm. Wir so weit laufen. Hm? Ja, ich wusste halt, anfangs habe ich das gar nicht verstanden. Okay, anfangs hatte ich auch noch nicht das Geld dafür. Aber ich wusste nicht, wie das funktioniert. Ich dachte, ich müsste rumlaufen und die halt selbst suchen oder so. Ich habe tatsächlich auch einfach dann die 100 Gold einfach mal ausgegeben. Auch mit für dem Zeitpunkt hatte ich nicht viel Gold, aber ich wollte einfach wissen, was es macht. Mhm. War einfach wirklich so, ja, schönen Dank. Das ist sehr angenehm. What the fuck? Wieso bin ich jetzt tot? Wie hat das Vieh mich denn jetzt gekillt? Ich habe mich extra noch hochgeheilt. Ja. Ja. Ich brauche definitiv irgendwie mehr Rüstung. Ja. Und Leben. Weil das ist... Also so ist das echt scheiße. Auf jeden Fall mit den NPCs nochmal reden. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo einen Point of Interest. Ich habe hier noch einiges. Aber ich komme ja nicht mehr dahin. Ich versuche immer zu kämpfen, damit ich noch irgendwas finde unterwegs. Besonders jetzt, wo ich halt ab und zu die Named schaffe, aber naja. Wenn die, wenn der Stun nicht brockt, dann bist du halt einfach tot. Ich habe sogar unterwegs dann immer wieder, also beim Wegrennen, auf den Boden geschossen, damit ich mich in der Pfütze heilen kann. Aber das bringt halt auch nichts. Ich müsste einen höheren Regenerationsskill haben, dann ginge das. Ganz viel Geld. Und Zwiebelscheiben. Ich habe Onion Links gekillt. Ich böser, böser Mensch. Hat sie was Leckeres zu essen und mitmachen? Obwohl, stimmt ja gar nicht. Ich bin undead. Ich darf das. Das kommt erstmal weg. Silver Bracelet habe ich gefunden. Ist sogar besser als das goldene Zeug hier. Aber nicht viel. Naja. Alles weg. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ich habe genau gesehen, da ist irgendwas K.O. gegangen. Was war es? Wo war es? Gebt mir euer Stuff. What the fuck? Was zur Hölle? Alter, ich habe einen Healing Stream. Das heißt? Wenn ich schwebe und angreife,
heile ich einfach mal so 100 Leben pro Sekunde oder so. Das ist echt stark. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Also, was hast du denn, wenn du ausweichst, also ohne ohne Richtungstaste, Ausweichen-Taste halt, ohne Richtung, was hast du denn da bei dir? Ich habe Sprung. Okay, und kannst du beim Sprung irgendwie Angriff drücken? Habe ich noch nicht ausprobiert. Ja. Weil das ist das halt bei mir. Ja, kann ich machen. Passiert irgendwas? Ja, ich schieße aus der Luft mit Bogen. Okay. Hier passieren echt merkwürdige Dinge. Also das Spiel ist überhaupt nicht verpackt oder so. Nein. Ich hatte gerade einen benannten Plane Runner gegen den gekämpft. Auf einmal war er vor mir. Ist verschwunden. Ich dachte, er ist irgendwie in den Gegner reingepackt oder so. Dann stand eine komplette Gruppe von irgendwelchen Viechern. Und die Gruppe von den Plane Runners stand direkt da mit drin. Die haben sich gegenseitig halt so gekloppt. Da habe ich erstmal alle gekillt. Auf einmal kommt der Boss wieder, also der Named wieder angerannt. Volle HP. Und dann stand auf einmal ein Gnomen, also Gnome Trader, und hat mitgekämpft. Und dann hat mich dieser Stufe 2 Named gewonnen-hitted auf einmal. Also, kein Plan, was da gerade passiert ist. Es scheint aber alles ganz normal zu sein. So, erstmal ein bisschen gekocht, gebraten. Makrofatz. Was gab's? Lecker Pilze mit Zwiebel? Ja, genau. War auch das Einzige, was ich machen konnte. Okay. Das Spiel ist irgendwie ein bisschen durchgeknallt manchmal. Ansonsten ist eigentlich ganz cool. Jetzt, wo ich hier auch mal Gegner finde und so und NPCs und Points of Interest und sowas, ist es auch, ja, macht's auch Spaß. Aber das am Anfang, das ist halt eine Scheißphase, wenn du nichts gekillt bekommst, die Stufe 1 so umhauen muss. Ich hoffe mal, also in den folgenden Gebieten wird es ja immer so sein, dass wenn du keine Pluswaffen hast, dass du immer wieder neu anfangen musst. Ich hoffe nur, dass es nicht ganz so extrem ist. Also, dass deine Waffen zumindest, also, dass sie Werte verlieren, okay. Aber dass sie nicht ganz so extrem wieder auf den Standardwert zurückfallen. Also, sie sind schon echt grau, also unterweiß. Also ich sag mal, einen 2-Sterne-Mob kriegst du mit einer gelben Waffe aus dem Vorgebiet, kriegst du platt. Ja, aber gut, das ist ja dann schon mehr als normal. Aber auch nur mit Mühe und Not, ne? Ja gut, dann vielleicht doch nicht normal. Ja,
Ja, naja. Muss man dann halt sehen, dann bringt eine Stufe 1er oder 2er mit Plus ja dann doch eventuell mehr, obwohl 1er nicht. 1er dürfte ja nicht mehr bringen. Müsste ja ungefähr genauso sein. Aber eine Stufe 2er dürfte dann schon mehr bringen als eine 5er ohne. Mal schauen. Aber wenn du dann erstmal eine gelbe 5er, also eine 5er mit Plus findest, dann hast du ausgesorgt. Hey Pferd, komm her. Ne, will sich auch nicht von mir zähmen lassen. Ich muss ja einfach nur hingehen und pet, ne? Nochmal, so war das. Pet und dann, wenn du die richtige Ja, genau, wenn ich das richtige habe. Ich habe einen Krieg zwischen Bienen und Pferden angezettelt. Die armen Pferde. Ja. Sie haben es nicht überlebt. Sie haben tapfer gekämpft. Aber wurden alle zu Lasagne. Und ich habe keinen Bock mehr. Ich laufe diesen Scheißweg jetzt zum dritten, nee, vierten Mal. Was fuckt so ab? Ich will doch nur zu dieser beschissenen Hexenhütte. Aber ich habe halt gerade so dieses Hornissennest, Bienennest, was auch immer, da getroffen. Und da greifen dich halt einfach alle an, die da in der Nähe sind. Oh ja, das ist mir auch mal passiert. Da muss man dann Beine in die Hand nehmen. Ja, ich habe gekämpft. Ich hätte es auch fast geschafft. Aber ich wurde halt nicht stark genug geheilt durch meine Zauber. Wieder Äpfel. Und Bombe gelegt. Juhu. Genau das, was ich wollte. Das sind ein paar Oger. Was sind schon ein paar Oger, ne? Ja, ohne Witz. Aber stark sind die jetzt nicht. Nee. Wenn es hart auf hart kommt, setze ich meine Minen und sprenge sie alle in die Luft. Ist mir eben bei den Bienen aufgefallen. Ich habe es leider falsch eingesetzt, weil ich nicht genau wusste, dass es diese Fähigkeit gibt. Wenn die da reinrennen und ja, also auf der einen Biene hing halt das ganze Zeug, diese ganzen Blasen, diese Wasserblasen. Dann habe ich die angegriffen, also angeschossen, und die ist dann explodiert. Hast du davon Schaden genommen? Nö. Ich bin ja der Wassermagier. Wieso sollte ich davon Schaden nehmen? Yeah.
Bam! Jetzt habe ich es eingesetzt. Als mich wieder angegriffen haben, die Penner. Und irgendwas hat sich da unten schon wieder gekloppt und getötet. Ich habe nur noch das Geld fallen hören. Bestimmt war da noch irgendwo ein Pferd. So, jetzt endlich zur Hexenhütte da. Mensch, Mensch, Mensch. Sie steht da auf ihrem Haus. Die Witch. Okay. Das ist scheiße und ich habe keinen Bock mehr drauf. Ohne Witz. Das ist ja sowas von beschissen. Ich weiß nicht. Wir können ja irgendwann mal ausprobieren, neues Gebiet gemeinsam. Und dann ist es bestimmt einfacher, an hier zu kommen. Also. Weil ich zum Beispiel, ich habe einen ziemlich guten Slow. Und du machst ja richtig krassen Schaden, also wenn wir das kombinieren. Ne? Ja. Ja, ist schon ganz interessant. Also auf diese Weise haben sie es wirklich geschafft, dass man auch mal wirklich dann wieder zusammenspielen kann. Erstmal identifizieren hier. Ich habe einen Haufen Leftovers. Zeug verkaufen. Mal schauen, ob es irgendwas gibt. Nope. Ah, Silk Gloves. Habe ich gefunden. Ist ja immerhin schon mal etwas. Hatte ich noch keine. Brauche ich nur noch eine Kette, dann habe ich eigentlich alles soweit. Ja, und ein Pad. Aber ein Pad bringt keine Statuspunkte, oder? Glaube ich jedenfalls. Nee, aber das kann angreifen. Ja, klar. Macht schon mal ein bisschen Schaden. Und während du hin und her läufst, dann kannst du schon mal ein bisschen Schaden machen. Naja, auf jeden Fall, so läuft das Spiel. Kämpfen, farmen, hocharbeiten und wieder von vorne. Jetzt schaue ich mir das Sanctuary nochmal an. Das war ja der ursprüngliche Plan für die Folge. Oh, von Ogern besetzt.
Ah, schon mal einen blauen Bogen bekommen. Cotton Boots, auch in blau. Also Loot gibt's hier. Bis jetzt noch nicht für mich, aber... Der Ogre hat auch einfach gesoffen. Ja, Frechheit. Wenn er auf mich zugelaufen ist, hat er einen Heiltrank gesungen. Was haben wir denn hier? Ein Riesentopf. Hm. Oh. Und ein Insektoid, den ich gerettet habe. Charok. Mit einem Saphir. Der hat mir einen lila Ring gegeben. Geil. Das ist nett von ihm. Jetzt habe ich auch das Epic Book of Crafting. Kannst du dir jetzt noch dann sogar noch mal eine bessere Waffe craften, oder? Du hast doch nur eine blaue Waffe, ne? Ja. Nice. Ja, geil. Einfach mal hier, ne? Violetten Ring. Haste und Critical. Ich glaube, der Flawless Ring ist besser. Allerdings ist mein Silber Ring plus. Das heißt, den muss ich aufheben. Ich habe einen Stufe 2 Ring mit plus. Auf jeden Fall aufheben. Dann nochmal die Steintafel anschauen. Okay, Andana, warte mal, Tugoran, die Hauptstadt von Andana Kingdom, Königreich, wurde von Megasaurianern zerstört. Die hätte ich gar gesehen. Megasaurianer. Alles klar. Finde ich cool. Oh, das war jetzt ziemlich einfach, dieses Sanctuary. Das hat mir gefallen. Schön schnell alles platt machen. Gute Belohnung. Weiter geht's. Freund oder Feind? Oh, Feinde, 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 Feinde. Tote Feinde. Haha. Kann mich auf jeden Fall ziemlich schnell voll heilen. Fähigkeit hätte ich auch gern. Ja, wenn wir dann unterwegs sind, zusammen irgendwann mal, kann ich dich ja bestimmt auch heilen, schätze ich. Ja, wenn es auf dem Boden ist, brauche ich mich ja nur dazu zu stellen. Ja, dann zählen. So, Crocorp Lane, da gibt es noch die Bell. Die muss ich mir noch holen. Das mache ich jetzt auch gerade noch. Wenn ich schon mal hier in der Nähe bin. Ja, bei dem Spiel kommt man einfach wieder von einem zum nächsten und lässt sich schnell ablenken. Man muss wirklich fokussiert hinrennen. Ja. Aber das mag ich, dass dann halt immer abseits des Weges immer noch irgendwas zu finden ist. Hm. Ach, da drüben. Da ist sie.
Spirit Bell. Die Geisterwelt erwartet mich. Okay. Hier ist noch eine Steintafel. ...1250 wurde das also hier gegründet. Jetzt muss ich nur noch zum Under Lava Lake. Kuria und Lava Lake. Dann habe ich... Oh, Mount Tayon gibt es ja auch noch. Stufe 4 Quest. So ein Käfer hat gerade gesalzenes Karamell fallen gelassen. Hört sich nicht so lecker an. Ah, ich habe eben auch noch einen Radieschensalat gefunden. Keine Ahnung, was ich damit... zähmen kann. Ich wäre ja nicht so begeistert. Alter. Was ist das für ein Kampfschwein? Steht oben am Berg, ich schieße es an, auf einmal springt es mir entgegen. Oh, Stufe 5 Obsidian Knights. Zwei Stück, ja geil. Ich mach mal einen großen Bogen drum. Wie viel HP haben die? Vielleicht schaffst du die. 1600. Ja, wenn die mich nicht one-hitten würden, würde ich die auch schaffen. Kannst du die vielleicht outrangen? Nee, das ist immer ein Nahkämpfer und ein Fernkämpfer. Und das Schlimme ist, die haben immer den Feuerwirbel. Kannst du die vielleicht separat einen nach dem anderen töten? Und die laufen immer zusammen rum. Also, ja. So habe ich das eben gemacht, aber da waren die auch Stufe 3 und hatten nur um die 300 bis 400 Leben. Da ging das dann auch ganz gut. Und selbst da wäre ich fast draufgegangen dabei. Ach so, genau. Ich wollte ja mal ins Crafting-Buch schauen, was ich jetzt hier herstellen kann. Nämlich Waffen. Waffen? Ja, theoretisch kann ich es nicht. Ich brauche Rubine und Woodcubes und davon eine ganze Menge. Also kann ich es nicht herstellen. So wieder alle anquatschen hier. Nichts Neues, obwohl der... bin ich wieder bei einem Lava Lake. Gut, dass ich schweben kann. Wie bist du eigentlich an... wie kommst du denn über so einen Lava Lake? Bisher hatte ich noch keinen Lava Lake. Okay. Die Divine Harp, die ich hier sammeln musste. Zum Beispiel... ist mitten auf einem Lava Lake und da ist keine Insel oder irgendwas. Kannst du vielleicht irgendwie drüber gleiten? Und leider? Von einem hohen Spot aus? Das ist die Frage. Ich weiß nicht, wie andere Klassen das machen. Einen Gleiter habe ich bis jetzt auch noch nicht gefunden.
Zack, wieder voll geheilt. Nur in dem Moment, wo ich das aufgehoben habe und dann hat er das ja so über den Kopf gehalten, da hat das Schweben ausgesetzt in dem oder in dem Zeitraum und das hätte mich fast schon gekillt. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Nur wieder Stufe 5 Obsidian Knights. Nein. Aber der eine hat geschlafen. Habe ich ganz vergessen. Die NPCs schlafen ja auch nachts noch. So hat man ja in der Alpha, als wir noch gespielt haben damals, die immer angegriffen, wenn sie geschlafen haben. Dann konnte man sie eigentlich schon so gut wie töten, bevor sie aufgestanden sind. Hast du eigentlich mal von gestorbenen NPCs was gedroppt bekommen? Ja, die droppen was. Also, ich meine jetzt so von Stadtbewohner zum Beispiel, wenn jetzt ein Monster zu nahe gekommen ist, was zu stark war. In der Stadt weiß ich das nicht, aber die anderen NPCs, ja. Das war da vorhin, wo ich diesen Bullen getötet habe. Der hat zwei getötet von den Knollen. Und die hat noch was fallen lassen. Der eine nur Geld, der andere hat auch, glaube ich, eine Glasflasche. Aber das bedeutet, die können auch zumindest Items fallen lassen. So. Und weil ich einfach nicht genug bekomme von diesen lustigen Dungeons gerade, fliege ich jetzt nochmal zur Stufe 4 Quest. Aber mit der Harfe kann ich jetzt auch übrigens in diesen Dungeon, in die Minen, die ich da vorhin auch entdeckt hatte, wo ich nicht reingekommen bin. Hatten die ein Gitter oder hatten die eine goldene Tür? Die hatten ein blaues Kraftfeld. Achso, nee, da hilft dir die Harfe auch nicht. Wieso nicht? Da stand dabei, das öffnet mir solche Dinge. Also die Harfe kannst du bei goldenen Türen benutzen. Und für die blauen Kraftfelder musst du meistens irgendeinen starken Gegner umnehmen. Hier brauche ich einen Adorned Key. Für den Käfig von diesem Typen. Hast du den schon? Nee. Jetzt ist die Frage, wo muss ich hin, wen muss ich töten? Wahrscheinlich irgendwelche Monster, die in der Nähe sind. Hier ist nichts in der Nähe. Warst du gründlich, ja? Ne, hier ist halt, hier war auch nichts in der Nähe. Oh, da war nichts, also Razzakal hier, keine Ahnung. Ja, genau so sieht es aus. Der andere war aber auch ein bisschen weiter weg. Den ich vorhin gekillt hatte für den anderen Schlüssel. Okay, da sind irgendwelche Viecher, aber die sind... Nee, das sind... gute. Ja, das ist mir klar. Ich habe ihn auch schon gefunden, aber ich habe keinen Schlüssel dafür. Tja, mein Freund, dann musst du in dem Käfig bleiben. Weißt du was? Setz dich mal daneben und gönn dir erstmal ein ordentliches Stückchen Pilze mit Zwiebel. Ich habe gerade schon eine Quest bekommen für einen Melanora Stone. Der erhöht das die Reitgeschwindigkeit. Das ist ein Stufe 5 Dungeon im Nachbarbiom oder im Nachbargebiet halt. Das wäre auch interessant. Na, zumindest wenn ich erstmal ein Pet habe.
Naja. Aber das sind Aufgaben für eine andere Aufnahme. Und jetzt, wo es wieder Tag ist und wir viel erledigt haben, würde ich sagen, ist mal gut für eine Pause. Also dann, ciao. Tschüss.